Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lies of P. Ich glaube, in dieser Folge steht ein Bosskampf an. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Wir hatten in der letzten Folge ja Alidoro, hieß er, glaube ich. Der Stalker. Freigeschaltet, der uns Bosswaffen gibt. Und da habe ich ja dann zwei Schwerter gebaut. Und das eine auch geupgradet, weil ich dann doch sehr überzeugt war davon. Und ich dächte, wir haben jetzt auch keine Wege mehr. Sondern nur noch den Boss. Und hier war es doch so, dass wir den Griff verlängern konnten. Genau. Das überzeugt mich immer noch. Mega gut. Und wir haben die Aegis. Den Schild. Stimmt. Der die Leiste trotzdem verliert. Aber der hoffentlich den Schaden permanent blockt. Ich bin der Meinung, der Boss war in diese Richtung. Ja, genau. Gespenst, nehmen wir mit. Es kann uns nur helfen. Und ich habe ein bisschen Angst. Weil ich denke mal, wo wir das Gebiet betreten haben, haben wir eine Kreatur gesehen, die dann ganz schnell verschwunden ist. Und ich denke mal, das wird der Boss sein. Und gleichzeitig vielleicht sogar der Erzbischof. Naja, mal gucken. Ich hab's gewusst. Bitte was? Ach, das wird bestimmt wunderbar. Gefallen, Erzbischof, okay. Der überhaupt nicht groß ist. Lernen. Heilangriff. Okay. Das ist eine gute Reichweite, der Kollege. Sein.
Phase 1. Und Phasenwechsel. Heilung. Und er blieb stehen. Okay, ich weiß, ob das so tot gewesen. Okay. Also erste Phase easy, zweite Phase. Puh. Kann von zwei Seiten angreifen. Ach so. Fühlt sich das jetzt... Nee, nicht. Was war das denn jetzt nochmal? Fabelladung? Ja. Dass wir die zumindest schon mal verlängern können. Okay, okay. Auf jeden Fall ein mega gutes Boss-Design. Optisch. Na, das kriegt man hin. Du sollst den Schlag aufladen. Keine Ahnung mehr. Das tut nix. Okay.
Zelda. Kann man nicht benutzen. Ich glaube, ich versuche jetzt zu viel diesen Schild zu benutzen. Wobei, kann ich das blocken? Beziehungsweise parieren? Geht das? Und warum habe ich diesen Würfel nicht mehr? Also, ist es dann doch nicht permanent, sondern eine Aufladung oder... Hey. Erstmal verlängern. Zur Not. Also wenn ich es in der Folge nicht hinkriege, werde ich bestimmt ein bisschen leveln müssen. Parieren kann. Ist doch dumm. Warum? Könntest du bitte... Genau, danke. Nee, du bist Kind, ne? Was zum Teufel ist das? Was war das denn? Und das sah so gut aus. Oh. Okay, Feuer ist scheinbar ziemlich gut. Beziehungsweise hat es jetzt auch ganz gut funktioniert, dass das Gespenst einfach vorne die Akku gehalten hat. Ich werde mich hinten... Damage machen konnte. Aber dieser... Das war ja fast Full Life, glaube ich. Also zwei Sachen stören mich. Diese gefühlten 360-Angriffe jetzt in der ersten Phase. Ich meine, du stehst hinter dem, da kann ich angreifen. Und jetzt gerade eben diese Nuke. Das war ja... Ja. Ich fand... Eigentlich, dass ich weit genug weg bin für alles, aber scheinbar nicht. Also nochmal.
Erstmal einen Kaffee. Das ist echt. Oh Gott, bin ich dumm. Ich glaube, mehr Feuer. Wenn ich davon nicht viel hab, könnt ihr mir helfen. Wenn das Gespenst jetzt mal langsam die Aggro kriegen könnte da vorne, wäre das noch viel, viel besser. So, Schaden tickt ganz gut. Das war schon mal das mit dem 60. Ich mag das einfach nicht. Finde ich einfach nicht geil. Schleifen, Mensch. Was ist denn das jetzt? Alter, mach mich nicht schwach. Alter Vater.
stage is set. Gespenst ist noch da. Kurz mal angucken, wie du aussiehst. Nein, es ist weg. I want to go back to the old Krat. The old me. Before the green overtook me. Ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt bestimmt 5 Jahre älter. Und erstmal zurück zum Hotel. Altar des Erzbischofs. Was bedeutet das? Dass da noch eine Schallplatte liegt oder? Scheinbar. Erstmal zum Hotel. Wir haben eine neue. Entschuldigung. Eine neue Boss-Seele. Also Boss-Ergo. Und wir können leveln. Das machen wir auf jeden Fall. Aber wo steht jetzt... Ich glaube, er hieß Alidoro. Wo ist der? Hier gibt es noch das. Hier ist die Werkstatt. Hier ist der Trainingshof. Aber wo ist das Hündchen? Wir können mal unten lang gucken. Vielleicht steht er hier irgendwo. Ach, hier ist er. Na, wunderbar. Oh, it's you. This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Accordingly, I shall give you the honor of laying eyes upon my treasure. However, you must prove your worthiness. For this legendary treasure, the ergo of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. I've certainly done likewise. Und wir haben jetzt Dreizack des Bundes, eine Technikwaffe. Okay, gut, da, was ist ein Dreizack? Der ist bestimmt mit einer großen Reichweite. Aber Technikskalierung. Bei Verwendung von Pulszellen besteht eine Chance, dass keine verbraucht wird. Oder dass keine verbraucht werden. Okay. Hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe keine Ahnung, was eine Pulszelle ist. Ah doch, die Hai... Okay, aber es ist so wischiwaschi, besteht eine Chance. Seems nowhere is safe now. Maybe those who went there seeking refuge became monsters somehow. But the petrification disease turns you to stone, not into a monster. I'm worried about the Malam district, just below the cathedral. I wonder whether there are monsters there, too. Und niemand weiß, wie viel diese Chance jetzt ist. Also auf Anhieb. Also irgendwie findet man das bestimmt raus, aber... Ja, steht halt nicht da. Selbst mit 15 Punkten bin ich noch etwas schwer? Really? Vitalität hilft bei der Blockregeneration. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen die Stats hier noch verbessern. Vitalität stärker, ein bisschen hochpushen. Dass wir ein bisschen mehr aushalten. Fortschritt. Ja. Lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil wir diesen... Na? Diesen Kolben. Diesen Streitkolben mit Blitz nicht mehr benutzen. Sondern jetzt eher... Die dicke Haut-Rauf-Waffe hier.
13 Schaden extra. Macht zwar 2. Immer noch etwas schwer. Ich will nicht schwer sein. Also ich bin schwer, ja. Aber im Spiel möchte ich nicht schwer sein. Wobei, so schwer bin ich auch nicht. Ja, Stufenaufstieg. Ich rede ja gerne mit dir, aber... Es verbessert Legion. Legion bedeutet so viel, dass mein Schild länger draußen sein kann. Auch gut. Also Max Ladung. Ach da, Waffe. Erste Waffe. Skelett B mit Entschlossenheit und C mit Technik. Und meine Legionswaffe, also der Schild, B Entschlossenheit, B Technik und D Fortschritt. Also Fortschritt ist für mich gerade komplett useless. Okay, erhöht halt trotzdem Legion und... Oh, Störung, Schock und Brechen. Resistenzen, Schadensreduzierungsrate, Widerstand. Achso, okay. Verbessern können wir es, glaube ich, nicht mal. Ich wollte noch mal... Irgendwie habe ich mich an diesem blauen Satt gesehen. Ich hätte gerne das. Und ich weiß immer noch, dass wir in der Kathedrale, wo diese Kugeln waren, immer noch eine Tür ist. Aber dafür brauchte ich einen Schlüssel der Dreifaltigkeit. Und den habe ich nicht. Und ich würde sagen... Moment, haben wir zufällig ein Quarz bekommen? Nö. Sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Altar des Erzbischofs. Also, guter Boss. Aber... Random. Weil das Ende meiner zweiten Phase hatte ich diesen Nuke. Und in der nächsten, das nächste Mal schon gar nicht zum Beispiel. Und diese gefühlten 360-Range-Angriffe. Boah. Also, ja. Cooler Boss. Aber mit ein paar kleinen Sachen, wo ich denke, ne, muss das sein? Braucht dieser Angriff so eine große Range? Also Reichweite ja, aber nicht so einen großen Radius. Also ich stand ja gefühlt hinter ihm und ich wurde getroffen. Ist halt, ne? Aber ansonsten ganz cool. Und ich würde jetzt sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich schreibe doch gerne Verbesserungsvorschläge als... Oh Gott. Nochmal von vorne. Ich schreibe doch gerne Verbesserungsvorschläge, Kritik etc. pp. Oder einfach nur etwas Nettes in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.